begrüße euch zu den Tageskarten vom Sonntag, den 14. Mai 2017. Laut dem Mondkalender haben wir abnehmender Mond im Zeichen Steinbock, Element Erde. Es ist ein Kältetag. Zwischenmenschlich besagt er, was ist vielleicht heute bereits da, von dem Sie meinen, es müsste erst noch kommen oder passieren. Informativ sagt uns der Mondkalender, wer exklusive Urlaubsreisen liebt, für den bleibt als letzte Herausforderung nur noch der Weltraum. Die bisherigen Versuche, Menschen auf gerade einmal 1000 Kilometer über die Erde zu katapultieren, waren allerdings nicht durchgängig von Erfolg gekrönt. Somit bleibt bisher nur der sehr kostspielige Tourismus auf die internationale Raumstation ISS, Reisekosten von 20 Millionen Dollar, langwierige Vorbereitungen und ziemlich enge Sitzplätze. In den Kapseln sind momentan noch die Ausgangsbedingungen. Okay. Kommen wir zu unseren positiven Affirmationen für die Woche. Ich lerne durch Versuch und Irrtum. Ich schöpfe meine Lebensfülle aus meiner inneren Stärke. Ich spreche meine Erkenntnis, mein Wissen aus und gebe ihm damit die Energie, sich in lebendige Wirklichkeit zu verwandeln. Okay, heute haben wir zwei Map-Karten. Die erste ist die Höhle des Drachen. Du bist stets beschützt und unter göttlicher Führung. Du verfügst über ein bemerkenswertes inneres Warnsystem, das dich wissen lässt, wenn etwas aus dem Lot geraten ist. Du bist dabei, gefährliches Terrain zu betreten, also setze deine Schritte vorsichtig und achtsam auf, das dich umgibt. Der Pfad, dem du jetzt folgst, stellt für dich eine harte Prüfung dar. Dennoch hat die Gefahr auch etwas Faszinierendes und Beflügelndes, wie das Wagnis, eine neue Beziehung einzugehen. Obwohl man weiß, dass durch sie alles anders wird, ein intensiv gelebtes Leben bewegt sich nicht nur in sicheren Bahnen, du bist zu einer neuen Art von Erfahrung aufgerufen, die deinen Mut auf die Probe stellt. Die Wahl liegt bei dir, aber du wirst mehr davon haben, wenn du dich auf das Risiko einlässt, als der Herausforderung aus dem Weg zu gehen. Neue Landschaften warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Und dann haben wir die Metamorphose. Schmetterlinge erwerben sich ihre Flügel. Also Metamorphose, du befindest dich inmitten eines tiefgreifenden und wunderbaren Wandlungsprozesses. Schmetterlinge erwerben sich ihre Flügel durch große Anstrengungen. Wandlungsprozesse sind oft schmerzlich, da sie niemals ohne Verlust und Opfer vonstatten gehen. Wenn du von einer Form in eine andere übergehst, muss ein Teil von dir sterben. Loszulassen ist nicht leicht, besonders dann, wenn du dich an eine bestimmte Art und Weise, dein Leben zu betrachten und zu führen, gewöhnt hast. So wie eine Schlange ihre alte Haut abstreift oder die Raupe sterben muss, damit ein Schmetterling geboren werden kann. So musst du deine alten Vorstellungen aufgeben und den Wandel als etwas Notwendiges willkommen heißen, damit du dein bestmögliches Leben leben kannst. Vielleicht bist du aufgefordert, ein geringes Selbstwertgefühl loszulassen, einen Traum, der nicht mehr in dein Leben passt, eine Beziehung, die dich auslaugt,
oder eine ungesunde Angewohnheit, auch wenn es dir Angst macht, musst du akzeptieren, dass du dich inmitten einer Transformation befindest. Das wird nicht ohne Verlust abgehen. Aber dir wird gefallen, was du am Ende erhältst. Okay. Und wir haben den Engel Labea, Aufbruch. Sie werden vom Schicksal kräftig durchgerüttelt. Wenn Sie sich nicht endgültig lösen von Gewohnheiten und Denkweisen, die längst nicht mehr zu Ihnen und Ihrem Leben passen, von Menschen, von denen Sie sich oder die sich von Ihnen innerlich längst getrennt haben, gravierende Veränderungen stehen ins Haus. Jetzt müssen Opfer gebracht werden. Das Leben aus einer neuen Perspektive betrachtet werden. Wenn Sie sich dagegen sträuben, das überholte Alte loszulassen, werden Sie gnadenlos und schmerzhaft vom Leben dazu gezwungen. Nehmen Sie die Forderung der Stunde lieber an. Sorry. Und versuchen Sie darin, das Positive zu entdecken. Wenn Sie ehrlich sind, fühlen Sie doch schon lange, dass es Zeit ist, den alteingefahrenen Weg aufzugeben und zu neuen Ufern aufzubrechen. Mögliche Gefahr, Fehler nicht wahrhaben zu wollen und Neues von vornherein abzulehnen. Nabea ermöglicht Ihnen den Aufbruch in ein völlig neues Leben. Tageskarte, Sie stecken fest. Ändern Sie die Richtung. Seien Sie bereit, Opfer zu bringen. Okay, die allgemeinen Tendenzen. Sinnspruch, der schnelle Schritt verursacht kaum Schmerz. Trennung und Gefahr. Hektik, Stress, Unruhe und Schlaflosigkeit plagen Sie. Versuchen Sie trotzdem, diesen Tag entspannt anzugehen und reagieren Sie nicht über. Bleiben Sie fair und gerecht. Zum Beruf. Wow, Sinnspruch. Verliebtheit ist ein junges Gefühl. Sie üben Ihren Beruf mit Leidenschaft aus. Das ist auch für andere nicht zu übersehen. Überstunden sind selbstverständlich, denn Sie merken gar nicht, wie die Zeit bei der Arbeit verrinnt. Wenn Sie sich selbst verwirklichen wollen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Und zum Thema Liebe. Der Sinnspruch, vertraue dem Untergrund, auf dem du gehst, dann brauchst du den Abgrund nicht zu fürchten. Eine Entscheidung. Kann es sein, dass Sie gerade zwei Eisen im Feuer haben? Haben Sie sich das nicht schon immer einmal gewünscht, die Wahl zwischen zwei Männern und zwei Frauen zu haben, sich doppelt verwöhnen und hofieren zu lassen, und nun, da es soweit ist, wünschen Sie sich, Sie wären nicht in dieser Situation. Oh oh. Ja, manchmal kann man da doch so ein bisschen ins Grübeln. Ja, aber mein Gott, die Erfahrung muss man dann auch mal gemacht haben. Dann zieh dich einfach zurück und sag so, entweder tust du's oder du lässt es sein. Okay, und aber folge deinem Herzen. Amors Botschaft, Wunder. In deiner Beziehung, steht eine Veränderung an. Okay, und ich verdiene das Beste. Und ich akzeptiere jetzt nur das Beste. Ich verdiene es, mich eines erfüllten und liebevollen Lebens zu erfreuen,
Ein erfülltes Leben ist mein Geburtsrecht. Ich nehme dieses Recht jetzt in Anspruch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Tschüss.